بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Es sind ja auch welche online, deswegen inshallah ta'ala. Wir wollen uns heute, insha'Allah ta'ala, weiter mit der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschäftigen. Und wir sind bis zu dem Punkt gelangt, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kurz vor Medina war. Und heute, insha'Allah ta'ala, wollen wir uns mit der Ankunft unseres geliebten Propheten sallallahu alaihi wa sallam in seiner Stadt, die zu diesem Zeitpunkt noch Yathrib hieß, beschäftigen. Im letzten Unterricht sind wir zeitlich ein wenig zurückgegangen und hatten uns nochmal mit dem Ereignis der Höhle beschäftigt gehabt. Und jetzt springen wir wieder zurück zu dem Zeitpunkt, wo jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina ankommt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er kommt jetzt nicht direkt in Medina an, sondern an einem Ort, der sich am Rand von Medina befindet. Circa eine Dreiviertelstunde Laufweg von der heutigen Moschee unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam benötigt man, um zu diesem Ort zu gelangen. Also man kann das hinlaufen, eine Dreiviertelstunde, ja, eigentlich nicht mehr, höchstens eine Stunde, wenn man etwas langsamer läuft. Und zwar handelt es sich bei diesem Ort um Quba. Bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Zentrum von Medina betrat, ließ er sich zunächst erst einmal für einige Tage in Quba nieder. Quba war ein Vorort von Medina gewesen. Wie kam jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort an und wie wurde er empfangen? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wurde sehnsüchtig von den neuen Muslimen in Medina erwartet. Sie konnten es gar nicht erwarten, bis endlich ihr Prophet bei ihnen ankommt. Und dementsprechend haben sie jeden Tag immer am Rand von Medina, auch unter anderem bei Quba, auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam gewartet. Der erste, der jedoch den Propheten mit Abu Bakr as-Siddiq und ihrem Begleiter, der ihnen den Weg gezeigt hatte, dort gesehen hat, war kein Muslim gewesen, sondern war ein Jude gewesen. Und zwar schrie er, als er den Propheten sallallahu alaihi wasallam sah, mit lauter Stimme: "Hada jaddukum alladhi tantazirun." Das ist euer Führer, euer Erlöser, auf den ihr wartet. Und als dann die Muslime von den Ansar das gehört haben, haben sie sofort ihre Waffen und ihre Schwerter genommen und sind dem Propheten sallallahu alaihi wasallam entgegengeritten. Wann kam unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina an? Ganz konkret in Quba. Und zwar nach einigen Berechnungen kam er am 8. Rabi' al-Awwal im Jahr 14 nach der Bi'tha, nach der Nubuwa, nachdem er zum Propheten berufen wurde, in Medina an. In Quba an. Und am Tag 12 von Rabi' al-Awwal kam dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina an. Was war das für ein Tag gewesen, der 12.? Der 12. war ein Freitag gewesen. Das heißt, wenn wir jetzt zurückrechnen, der 11. ein Donnerstag, der 10. ein Mittwoch, der 9. ein Dienstag, dann muss es wahrscheinlich Montag gewesen sein, ein Montag, an dem unser Prophet sallallahu alaihi wasallam dann ganz konkret
in Quba ankam. Es gibt noch einige andere Berechnungen. Manche sagen, dass er länger in Quba blieb. Aber nach dieser Berechnung kam der Prophet sallallahu alaihi wa sallam am Montag an und blieb bis Freitag in Quba. Also einige Tage blieb er dort. Interessant ist, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dort machte. Er hielt sich zunächst erst einmal für einige Tage auf. Als er ankam, haben gerade auch diejenigen, die den Propheten sallallahu alaihi wa sallam noch nie gesehen hatten, zunächst erst einmal verwechselt mit Abu Bakr, weil sie ihn von Weitem sahen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch sehr bescheiden lief. Erst als Abu Bakr dann, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich setzte, etwas über ihn tat, um ihn vor der Sonne zu schützen und die Sonne von ihm abzuschirmen, wussten die neuen Muslime, die den Propheten zuvor noch nie gesehen hatten, dass es sich um den Propheten sallallahu alaihi wa sallam handelt und derjenige dort steht, dann Abu Bakr as-Siddiq. Was lernen wir daraus? Etwas ganz, ganz Wichtiges. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er fiel nicht auf durch eine bestimmte Kleidung. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam war so bescheiden gewesen, dass die Leute ihn sogar verwechselten mit Abu Bakr. Was nicht heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam weniger Licht ausstrahlte. Aber was war damals für die Menschen gängig gewesen in ihrer Vorstellung, wenn es sich um einen Führer handelte, dass er immer die teurere Kleidung trägt? Warum haben die Muslime, ich habe mir wirklich darüber Gedanken gemacht, warum haben die neuen Muslime den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit Abu Bakr verwechselt? Wie kann das sein? Ich meine, der Prophet sallallahu mit seiner Ausstrahlung, mit seinem Licht. Ja? Es lag daran, dass sie damals andere Vorstellungen hatten. Jemand, der für sie ein Führer war oder ein Anführer, ein Stammesführer, war für sie jemand gewesen, der wahrscheinlich besondere Kleidung tragen musste oder auf einem besonderen Reittier geritten sein muss. Und da unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam aber in seinem Wesen so bescheiden war, haben sie zunächst erst einmal... Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam war so bescheiden gewesen in seinem Wesen, in seiner ganzen Art und Weise, dass viele ihn zunächst erst einmal verwechselt haben. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat den perfekten, den vollkommenen Menschen, den vollkommenen Diener Gottes verkörpert. Er war immer bescheiden gewesen, sallallahu alaihi wa sallam, was nicht heißt, dass er sich unterdrücken ließ. Was nicht heißt, dass er sich in Situationen, wo Stärke gezeigt werden musste, Schwäche zeigte. Nein, viele verwechseln Bescheidenheit mit Schwäche. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er zeigte in Situationen, wo Stärke gezeigt werden musste, nicht nur Stärke, sondern Stärke und Mut. Ja, manchmal sogar Zorn, wenn es darum ging, etwas, was Unrecht geschehen ist, auch zu benennen und ein Unrecht zu verändern. Aber sonst lebte er, wie er es über sich selbst sagte, sallallahu alaihi wa sallam, schon fast wie ein Sklave. Bescheiden, nicht auffällig. Also der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kam an und die Leute haben ihn erstmal gar nicht erkannt, weil sie sich, wahrscheinlich hatte Abu Bakr as-Siddiq teurere Kleidung gehabt, weil er war ja reich gewesen, radiallahu anhu arda. Ja, hatte vielleicht teurere Kleidung gehabt, hatte vielleicht ein anderes Reittier. Es wird nicht genau überliefert. Wichtig ist aber, erst einmal haben sie ihn verwechselt. Und jetzt kommt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Medina an, in Quba, diesem Vorort. Und natürlich überall in Quba machen die Leute Takbir und sie freuen sich über die Ankunft ihres Propheten. Und das allererste, was unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt tun sollte, war, dass er den Grundstein für eine Moschee legte. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war noch nicht einmal in Medina, also in der Stadt selbst. Das ist ja eine kleine Stadt gewesen. Er war in einem Vorort.
Und zum ersten Mal hat jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Möglichkeit, seine Religion frei zu praktizieren. Und das Erste, was er tut, ist, den Grundstein für eine Moschee zu legen. Und diese Moschee, sie besteht bis in unsere heutige Zeit und ist eine besondere Moschee. Eine Moschee, welche explizit im Koran erwähnt wird. Eine Moschee, welche eine so hohe Stellung hat, dass zwei Raka'a in dieser Moschee, wenn man zu ihr läuft, wie eine Umrah gewertet werden. Es handelt sich um die Moschee von Quba, Masjid Quba. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, man tatahhara fi baytihi. Wer zu Hause sich rituell reinigt und dann nach Quba geht, egal ob er reitet oder läuft. ثم توجه إلى قباء راكبا أو ماشيا فصلى هناك ركعتين كان كعدل عمرة. Und dann zwei Raka'a betet, so ist es für ihn so, als hätte er eine Umrah vollzogen. Allahu Akbar. Der Prophet hat doch gesagt, es gibt nur drei Moscheen, in denen, ja, oder zu denen man pilgern sollte. Al-Masjid al-Haram, Al-Masjid al-Nabawi und Al-Masjid al-Aqsa, diese drei Moscheen. La tushaddu rihala illa illa thalathati masajid. Ja, das wären sozusagen die, man sollte nur extra zu einer sozusagen Moschee, also nur zu drei Moscheen sollte man extra reisen. Ja, diese drei Moscheen. Wie kommt es dann, dass jetzt der Prophet hier von Masjid Quba spricht? Ja, weil Masjid Quba, wie gesagt, ja, eine besondere Historie hat, eine besondere Stellung hat. Das ist die erste Moschee im Islam. Und was sagt Allah Ta'ala über diese Moschee nach vielen Koran-Exegeten? Manche sagen auch, das bezieht sich auf Al-Masjid Nabawi. Aber viele sagen auch, das bezieht sich auf Masjid Quba. Und zwar in Surat At-Tawbah sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu. Eine Moschee, welche vom ersten Tag an auf der Taqwa errichtet wurde, in dieser Moschee solltest du eher verweilen und eher beten. In welchem Kontext wurde dieser Vers offenbart? Weiß das jemand? In welchem Kontext dieser Vers offenbart wurde? Ja, diese Masjid al-Dirar, diese Moschee des Schadens, wo einige der Heuchler versucht haben, der Feinde des Islams, ja, die Muslime zu spalten, um vom Gebet in dieser Moschee abzubringen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf dem Rückweg von Tabuk in diese Moschee zerstört hat, weil es ein Masjid Dirar ist. Allah Ta'ala hat ihm das offenbart. Ja? Und dann bezog sich das genau darauf, ein Masjid Quba, das ist eine Moschee. Ja, warum? Weil es ist einfach eine Moschee. Ja, es geht nicht um die Steine an sich. Ja? Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. In ihr befinden sich Menschen, Männer und Frauen, welche es lieben, sich zu reinigen. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah liebt diejenigen, welche sich reinigen. Allah liebt diejenigen, welche sich reinigen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte also während dieser vier Tage, die er dort verbrachte, die Grundsteine für diese Moschee gelegt. Unglaublich. Das Erste, was er tat, als er die Möglichkeit dazu hatte, war was gewesen? Eine Moschee zu errichten. Also einen Ort, an dem sich die Menschen niederwerfen. Und das ist wichtig. Allah Ta'ala, er nennt diesen Ort Masjid. Und er nennt Al-Masjid Al-Aqsa Masjid. Obwohl es zur Zeit des Propheten dort noch gar kein Masjid gab. Es war einfach nur ein Areal. Heute erst steht dort ein Masjid, und zwar auf einem Teil vom Areal. Es wurde erst später im Islam errichtet. Und dementsprechend müssen wir noch einmal verstehen, was eigentlich ein Masjid ist. Und das werden wir gleich besser verstehen, wenn wir zu der zweiten Moschee kommen werden, die der Prophet zu Hause dann errichtet hat. Ein Masjid ist zunächst erst einmal ein Ort, an dem
sich Menschen Allah ergeben, indem sie sich niederwerfen vor Allah. Das ist ein Masjid, ein Ort der Niederwerfung. Und was heißt Niederwerfen? Viele glauben, mit Niederwerfen ist immer nur das Niederwerfen gemeint, was wir im Gebet machen. Das ist die rein wörtliche Bedeutung. Aber die Niederwerfung des Sujud hat im Islam eine noch viel tiefgründigere Bedeutung. Und deswegen verwendet Allah Ta'ala das Wort Sujud auch in Bezug auf was? Na, nicht nur Masjid. Auf was noch? أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Hast du nicht gesehen, dass sich sozusagen vor Allah alles, was in den Himmel ist, jeder, der im Himmel ist und jeder, der auf der Erde ist, niederwerft? Und dann erwähnt Allah Ta'ala, ja, الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ, ja, Sonne, Mond, Bäume, alle und viele von den Menschen. Und viele auch wiederum nicht. Das heißt, mit Sujud ist nicht nur gemeint, dass ich mich mit meinem Kopf niederwerfe, sondern mit Sujud ist eine Lebenshaltung gemeint, dass ich mich in meinem Leben vor Allah niederwerfe, mit meiner Seele vor Allah niederwerfe, mit meiner Lebensweise vor Allah niederwerfe. Ganz wichtig. Das ist eine kleine Anekdote. Und zwar, ich bin in einer WhatsApp-Gruppe, welche sich so mit Einwänden gegen den Islam beschäftigt. Da hat einer geschrieben, dass ein Bruder sehr starke Zweifel an einem Islam bekommen hat aufgrund eines Hadithes. Und zwar in diesem Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass die Sonne sozusagen in ihrer Bahn ist und dann jedes Mal, wenn sie unter dem Thron Allahs ist, wirft sie sich nieder. Das ist ein authentischer Hadith. Und er hat Zweifel bekommen am Islam, weil er sagt, wie kann sich die Sonne niederwerfen? Guck mal, wie leicht gestrickt die Leute sind. Subhanallah. Als ob damit gemeint ist, dass die Sonne sich so niederwirft. Es ist im übertragenen Sinne gemeint. Sie wirft sich nieder, aber in ihrer eigenen Art und Weise. Doch nicht, wie wir das tun als Menschen. Wie wirft sich ein Baum nieder? Wie wirft sich ein Vogel nieder? Alles im Himmel und der Erde wirft sich vor Allah nieder. Alles, ohne Ausnahme. Nur jeder in seiner eigenen Art und Weise. Und damit ist in erster Linie was gemeint? Dass sie sich alle Allah ergeben. Und genau das müssen wir verstehen. Wenn wir also in einen Masjid gehen, dann geht es darum, dass wir den Sujud lernen. Und zwar in unserem gesamten Leben, nicht nur während wir im Masjid sind. Und deswegen sagt Allah, فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا. In ihm oder in ihr befinden sich Männer, welche es lieben, sich zu reinigen. Darum geht es. Und deshalb hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Masjid als allererstes errichtet. Weil darum geht es im Islam, dass die Menschen lernen, sich zu läutern. Dass die Menschen in der Moschee lernen, wirklich in ihrem gesamten Leben Sujud zu machen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat jetzt also diese Moschee gegründet in Medina und am Freitag Vormittag machte er sich auf den Weg. Wer lebte eigentlich in Quba? In Quba lebte ein Stamm der Banu Auf. Ein Stamm der Banu Auf. Und jeder Stamm hat wiederum Unterstämme. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er kam jetzt bei einem Stamm unter, der hieß der Stamm der Banu Amr ibn Auf in Quba. Auf dem Weg nach Medina gibt es einen Unterstamm der Banu Auf, der hieß Banu Salim ibn Auf. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wollte sie ehren, genauso wie er die Banu Amr ibn Auf geehrt hat. Und zwar, wie ehrte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam
Er ehrte sie, indem er nämlich das erste Freitagsgebet im Islam mit dem Propheten zusammen, hört gut zu, das erste Freitagsgebet im Islam mit dem Propheten zusammen. Warum sage ich mit dem Propheten zusammen extra? Ich betone das. Gab es schon vorher ein Freitagsgebet? Ja. Und zwar haben die Muslime schon vorher in Medina das Dschumma-Gebet vollzogen. Nur ohne den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen, das erste Freitagsgebet im Islam mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam wurde dann bei dem Banu Salim ibn Auf wenige hundert Meter auf dem Weg nach Medina von Quba aus gesehen, dann verrichtet. Er wollte sie ehren. Es gibt vielleicht auch einen anderen Grund. An dieser Stelle befindet sich übrigens heute eine kleine Moschee. Wisst ihr, wie diese Moschee heißt? Müsst ihr das wissen. Wir haben sie sogar besucht oder von Weitem gesehen, vom Bus aus gesehen, während der Umrah. Oder hier bei dir, du müsstest es auch wissen, wie diese Moschee heißt. Das ist ganz einfach, der Name. Das hat was mit dem Freitag zu tun. Ja, Masjid al-Jumu'ah. Diese Moschee heißt einfach Masjid al-Jumu'ah. Ja? Ja, die wird, ich weiß gar nicht, ob sie heute benutzt wird oder nicht, ob da überhaupt gebetet wird oder nicht, aber das ist üblich in Medina, dass später, nämlich an all den Orten, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, eine Moschee errichtet wurde. Schon zur Zeit von Umar ibn Abd al-Aziz radiallahu anhu. Deswegen gibt es neben dem Masjid al-Nabawi eine Masjid al-Ghamama, die Wolkenmoschee. Es gibt dort Masjid Abi Bakr, Masjid Umar, Masjid Uthman. Das sind alles Moscheen, die aufzeigen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam unter anderem das Eid-Gebet oder das Salat al-Istisqa, das Regengebet, vollzogen hat. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wollte nicht nur die Banu Salim ibn Auf ehren, diesen anderen Unterstamm, dass er dort das erste Jum'a-Gebet verrichtet, sondern er wollte vielleicht auch sallallahu alaihi wa sallam uns auf etwas Wichtiges hinweisen, dass es unsere Aufgabe ist als Muslime, egal wo wir sind, auch wenn wir vielleicht nur kurz an einem Ort sind, dass wir etwas hinterlassen. Und das Beste, was wir hinterlassen können, ist ein Ort der Ibadah. Ganz wichtig, mein lieber Bruder. Ganz wichtig, meine liebe Schwester. Egal, wo du dich befindest, versuch, einen Fingerabdruck zu hinterlassen. Und zwar einen positiven. Nicht bei der Polizei, weil du kriminell geworden bist, ja? Sondern einen positiven Abdruck. Eine Spur. Hinterlasse einen Äther. Unser Prophet, egal wo er war, er hat immer eine Spur des Guten hinterlassen. Hat etwas errichtet, was von Dauer war. Und so sollte ich als Muslim sein. Egal wo ich bin, egal an welchem Ort ich bin, egal ob ich hier in meiner Heimat bin oder an einem fremden Ort bin, wir haben ja einige unter uns, die sind Flüchtlinge, die sind neu hier. Ich bin hier. Ich mache das Beste daraus. Ich versuche etwas Positives. Selbst wenn ich vielleicht irgendwann mal nach Syrien oder in den Irak oder weiß ich wohin wieder zurückkehren sollte, ich versuche etwas Positives zu hinterlassen. Irgendetwas. Eine Sadaqa Jariya. So wie es unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat. Es gab keinen Ort, an dem du bist, wo du nicht etwas Gutes hinterlassen hast. Egal welcher Ort das ist. Auch wenn du nur ganz kurz an diesem Ort bist. Du kannst vielleicht Da'wah machen mit jemandem, dass er zu Allah findet. Du kannst dich beteiligen an dem Errichten einer Moschee. Du kannst durch gute Worte, durch eine Nasiha, vielleicht Leute zu Allah bringen. Manchmal bist du an einem Ort nur ein einziges, was wirst nie wieder zu diesem Ort zurückkehren. Nutze die Gunst der Stunde und hinterlasse etwas Gutes. Du wirst vielleicht nie die Ergebnisse sehen. Du wirst vielleicht nie mitbekommen, was aus deinem Projekt geworden ist. Du wirst vielleicht nie die Wirkung deiner Worte sehen können, weil du diese Person nie wieder triffst. Aber sei dir sicher, es hinterlässt etwas. Und deswegen, mach das so, wie unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan hat. Er war nur kurz auf dem Weg und hat sich überlegt, okay, ich war jetzt hier in Quba und einige hundert Meter weiter will ich auch etwas Gutes hinterlassen. Erstens, ich ehre die Leute. Zweitens, ich bete an einem Ort, an dem ich vorher noch nicht gebetet habe.
Subhanallah. Und jetzt wird der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach dem Freitagsgebet, und es ist nicht immer weit bis zum Zentrum von Medina, wenige, vielleicht 1,5 Kilometer, man kann das innerhalb von einer halben Stunde laufen, aber ich bin schon oft gelaufen. Ja? Jetzt wird der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von allen feierlich empfangen, alle kommen ihm entgegen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er reitet auf seiner Kamelstute. Jetzt, nach dem Freitagsgebet, wird unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam von allen empfangen. Alle haben jetzt mitbekommen, oder ein Großteil mitbekommen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist angekommen. Und er wird jetzt gebracht, er sitzt auf seinem Reittier. Und die Leute empfangen ihn mit diesen schönen Worten: Tala al-Badru alayna min thaniyat al-Wada'. Der Vollmond ist bei uns aufgegangen. Hinter ja, den thaniyat al-Wada', hinter sozusagen den Hügeln. Wajaba al-Shukru alayna. Ja, dass der Dank ist eine Pflicht für uns. Ja. Solange jemand zu Allah einlädt, أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ. O, du der zu uns gesandt wurde, du bist mit dem Gebot gekommen und mit der Angelegenheit gekommen, der gehorcht wird. Und er wird empfangen und die Leute freuen sich unglaublich über das Ankommen unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und auf dem Weg zum Zentrum von Medina, wo heute ein Masjid al-Nabawi steht, auf dem Weg dorthin gibt es natürlich viele Stämme, die dort ihre Wohnstätten haben. Jeder Stamm hat seine eigenen Wohnstätten. Und alle bitten den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu sich. Alle wünschen sich, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihr Gast ist. Das zeigt noch einmal die Gastfreundschaft der Araber. Ich meine, die Leute in Medina sind sehr arm gewesen. Medina, als der Prophet ankam, war ein Moloch gewesen. Was meine ich mit einem Moloch? Ein Ort, wo es viele Krankheiten gab, viele Epidemien. Ja, immer wieder. Und der Prophet hat sogar Dua gemacht, dass sozusagen all diese Krankheiten aus Medina raus und nach Al-Juhfa sollen, einem anderen Ort. Also es war kein einfacher Ort gewesen. Und über die Jahrhunderte hinweg, bis in unsere Neuzeit, bis kurz vor unserer Neuzeit, die wir heute kennen, gab es immer wieder Hungersnöte in Medina. Immer wieder. Also als ich in Medina war, das letzte Mal, im Dezember, da hat uns einer, der sozusagen von Ahl Medina, der eigene Dattelplantage hat, er hat uns gesagt, ja, dass die Leute teilweise nur von Datteln gelebt haben und teilweise an einem Tag nur eine Datte gefunden haben. Und Datteln, die teilweise schon 2 Jahre alt waren, die sie auf dem Boden gefunden haben, gegessen haben, damit sie etwas zu essen haben. Subhanallah. Also es war nicht einfach gewesen. Und trotzdem, die Menschen haben sich gefreut, sind freigebig gewesen. Das zeigt noch einmal, warum die Ansar solch eine hohe Stellung bei Allah haben. Ja? Weil sie nämlich die anderen bevorzugt haben gegenüber sich selbst. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Das ist die wichtigste Eigenschaft der Ansar, der Helfer, der Leute in Medina. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ. Und sie haben andere gegenüber sich selbst bevorzugt, selbst wenn sie dadurch weniger haben sollten. Subhanallah. Was für eine Eigenschaft hatten sie gehabt. Und jeder versucht, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu sich zu nehmen. هَلُمَّ إِلَى الْعَدَدِ وَالْعُدَّةِ وَالسِّلَاحِ وَالْمَنَعَ. Komm, o Gesandter Allahs, ja, zu einer großen Anzahl von Männern und zu Waffen und zu Schutz. Wir werden dich beschützen mit unseren Waffen. Wir sind an deiner Seite. Wir dürfen eines nicht vergessen. Viele sagen, warum denn jetzt gleich Waffen und so weiter und so fort? Wir dürfen eines nicht vergessen. Der Prophet befand sich auf der Flucht Nummer 1. Nummer 2. Die damaligen arabischen Stämme waren untereinander verfeindet gewesen. Das heißt, man brauchte immer Schutz. Dieses Jiwar-Prinzip, dieses Schutzprinzip, was bis kurz vor der Neuzeit noch üblich gewesen war. Ebenfalls der Mann aus Medina, er meinte zu uns, damals war es so gewesen, noch in der osmanischen Zeit, dass sich die Stämme untereinander bekämpft haben. Regelrecht bekämpft haben. Das war üblich gewesen unter den Arabern. Aber das war jetzt nicht so gewesen, dass es das nicht gab. Das war üblich gewesen. Man konnte nicht von einem Ort zum anderen, ohne dass man vorher diesen Jiwar bekam. Oder man war mit, es war ein befreundeter Stamm gewesen. Und dementsprechend, wenn wir das immer wieder hören mit Waffen und so weiter und so fort,
Das war die damalige Gesellschaft gewesen. Sie war so strukturiert gewesen. Ja? Du hattest nur Schutz, wenn du einen Stamm hattest. Und deswegen alle sagen, komm, wir werden dich beschützen. Wir haben viele Männer, die dich beschützen werden und viele Waffen, mit denen wir dich beschützen können. Aber was sagt dir der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jedes Mal? Er sagt jedes Mal, da'uha oder khallu sabilaha fa innaha ma'mura. Lasst sie, die Kamelstute. Er ritt ja auf einem Kamel. Fa innaha ma'mura, weil ihr wird nämlich befohlen. Sie bekommt ihren Befehl von Allah. Ja? Sie weiß schon ganz genau, wo sie hin muss. Sie weiß schon ganz genau, wo sie hin muss. Und er ging so weiter, oder besser gesagt, die Kamelstute ging so lange weiter, bis sie zu dem Ort kam, wo sich heute Al-Masjid An-Nabawi befindet. So als hätte Allah Ta'ala für seinen Propheten selbst den Ort der heutigen Moschee ausgesucht. Das heißt, das allererste, was überhaupt in Medina geschah, war was gewesen? Den Ort der Moschee festzulegen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ging nicht von seinem Reittier herab, bis es an den Ort kam, wo heute Al-Masjid Nabawi steht. Allahu Akbar. So wichtig ist die Moschee. So wichtig ist die Moschee. Das gesamte Leben eines Muslims dreht sich im Grunde genommen um die Moschee. Und deswegen, das allererste, der erste Baustein in der neuen Stadt unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist welcher gewesen? Das Errichten einer Moschee. Merkt euch, das ist unglaublich wichtig. Ihr werdet nicht alle Einzelheiten behalten können von der Sira. Aber das, was ich jetzt sage, das müsst ihr behalten. Weil das wichtig ist auch für euch persönlich, in eurem Alltag, um Prioritäten zu setzen. Die Moschee steht an erster Stelle. Was war denn das zweite gewesen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam tat? Damit wir das jetzt auch gleich erwähnt haben. Was ist der zweite wichtige und grundlegende Schritt gewesen, den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der neuen Gesellschaft unternahm? Nein. Ah, barakallahu fik. Marktplatz, völlig unwichtig. Ja? Die Verbrüderung. Tijara kommt später. Die Verbrüderung. Al-Mu'akha. Das heißt, nach der Moschee kam was? Die Verbrüderung der Muhajirin und der Ansar. Der Prophet stand vor einer großen Aufgabe. Man muss sich das mal vorstellen. Man muss sich das mal vorstellen. Sie kommen an in einer völlig fremden Welt. Alles Immigranten, alles, wie man heute sagen, Flüchtlinge. Alles Flüchtlinge. Es sind nicht alles Muslime in Medina. Und du stehst jetzt vor der großen Aufgabe, was zu tun? Du stehst jetzt vor der großen Aufgabe, diese beiden Teile der Gesellschaft in irgendeiner Weise zusammenzubringen. Das ist nicht einfach. Und dementsprechend der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sorgte für die Verbrüderung. Aber die Verbrüderung war nur möglich gewesen durch die Moschee. Subhanallah. Das heißt, die Moschee ist die Grundlage für was? Für die Verbrüderung. Warum? In der Moschee kommen wir fünfmal am Tag zusammen. Schulter an Schulter. Fuß an Fuß. Hinter einem Imam. Sozusagen wie ein Herzschlag, wie ein Körper. Das fünfmal am Tag, immer wieder, immer wieder. Das führt zu einer Bindung der Gläubigen untereinander. Das heißt, die Moschee ist die Voraussetzung für was? Für diese starke Gemeinschaft. Ich habe das selbst erlebt in Spandau bei uns. Ja? Ganz anderer Ort, ganz andere Zeit. Wir hatten eine Moschee gehabt 5 Jahre lang. Räubermoschee. Und dann haben wir sie verloren. Und diese Gemeinschaft, die wir hatten, die ist langsam, aber Schritt für Schritt und immer deutlicher auseinandergebröckelt. Das heißt, ohne einen Ort, an dem sich alle treffen, diesen Ort des Imans, diesen Ort des Sujuds, hast du auch niemals eine starke Gemeinschaft. Es gibt dann viele kleine Gemeinschaften, aber keine, nicht diese große Gemeinschaft, die alle eint. Und deswegen, der Prophet hat zunächst erst einmal den Ort festgelegt, wo sich alle treffen können.
Und dieser Ort sollte bis zum Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam der wichtigste Ort überhaupt sein. Alles, was wir kennen, ja, aus der Sira, immer wieder, er war in der Moschee, er war in der Moschee, er war in der Moschee sallallahu alaihi wasallam. Und wir werden gleich sehen, wie die Moschee war. Eine ganz einfache Moschee. Und deswegen nochmal ganz, ganz wichtig, es geht nicht um die Steine, sondern wir werden gleich sehen, darauf kommen wir nochmal gleich zu sprechen, es geht um das, womit die Moschee gefüllt wird. Ganz wichtig. Und was ist der dritte Schritt? Wir gehen schon ein bisschen voraus, aber diese drei Schritte, die müssen wir immer wiederholen, damit uns das klar wird, den der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam unternahm. Erstmal Bina al-Masjid, das Errichten der Moschee. Zweitens al-Mu'akhah, die Verbrüderung der Muhajirin und Ansar. Und drittens, weißt du es auch? Vergesst nicht, die Muslime waren nicht alleine. Wathiqat al-Madina. Die Charta von Medina. So eine Art Verfassung für die Medina, wo die Beziehung der Gläubigen untereinander und der Gläubigen und der Nichtgläubigen miteinander geregelt werden. Und Wathiqat al-Madina werden wir nochmal eigenständig erwähnen, wie wichtig sie war. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat innerhalb von wenigen Monaten ein ganzes Konzept erarbeitet. Ein Genie, aber er ist ja nicht irgendjemand. Er ist ein Gesandter Gottes, dem Allah subhanahu wa ta'ala etwas offenbart hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, kommen wir zurück, er bleibt also auf seinem Reittier, bis seine Kamelstute sich dort niederlässt, wo heute der Al-Masjid ist. Daraufhin stand sie auf, ging ein wenig und kehrte wieder zurück an denselben Ort. Sodass klar war, das ist der Ort, den Allah subhanahu wa ta'ala festgelegt hat. Und jetzt in diesem Moment kam jemand zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jemand, der ganz besonders war. Eine ganz besondere Persönlichkeit. Jemand, den unser Prophet sallallahu alaihi wasallam besonders liebte und der es auch geschafft hat, in schwierigen Zeiten, wo andere schwach geworden sind, standhaft zu bleiben. Und der bis zum Ende seines Lebens auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala aktiv war. Und nachdem sogar ein ganzes Stadtviertel heute an einem ganz anderen Ort als Medina benannt ist, nämlich Abu Ayyub al-Ansari. Ayyub, kennt ihr, das Stadtviertel in Istanbul, für diejenigen, die schon mal in Istanbul gewesen waren, ein ganzes Stadtviertel, er ist nach ihm benannt, subhanallah. Ja? Wie kommt ein Abu Ayyub al-Ansari nach Istanbul? Ja? Das ist eine Geschichte für sich. Ja? Aber zunächst erst einmal, ganz, ganz wichtig, ja? Abu Ayyub al-Ansari, er kommt jetzt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er bat ihn darum, dass er zu ihm kommt, weil er nämlich sein Reittier nahm. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Mar'u ma'a rahli. Der Mann ist mit seinem Reittier zusammen und mit seinem Gepäck. Ja, und er hat sich dann im Haus von Abu Ayyub al-Ansari niedergelassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war jetzt dort im Haus gewesen. Und Abu Ayyub al-Ansari, er wollte unbedingt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im zweiten Stock ist. Es waren irgendwie zweistöckig gewesen, die Häuser. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam meinte, es ist einfacher für mich, unten im Erdgeschoss zu sein, weil ich die ganzen Leute empfange. Und er bestand darauf, unten zu bleiben. In einer Nacht kam es zu einem Zwischenfall. Und zwar hatte Abu Ayyub al-Ansari und seine Frau ohnehin schlechtes Gewissen. Wie können wir sozusagen über den Propheten sein? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich über ihn bin. Ja? Und dann kam es zu einem Vorfall. Und zwar mitten in der Nacht, als Abu Ayyub oder seine Frau etwas trinken wollten, ist der Wasserkrug auf den Boden gefallen und zerbrochen. Und wie waren damals die Decken gewesen? War ganz einfach, war nicht wirklich dicht gewesen. Ja? Das Wasser hätte heruntertropfen können. Und was machten sie? Sie nahmen ihr gesamtes Bettzeug und haben ganz schnell das Wasser aufgesaugt, damit ja nichts auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam tropft. Und am nächsten Morgen gingen sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie sagten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, Gesandter Allahs, wir halten es nicht mehr aus. Du musst nach oben.
Es geht nicht. Ja? Du musst nach oben gesandt, Allahs. Ja? Fast wärst du nass geworden. Ja? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann daraufhin auch nachgegeben hat und sich dann nach oben begab, obwohl, wie gesagt, er eigentlich das nicht wollte. Ebenfalls eine interessante Begebenheit, die sich dann dort abspielte, im Haus von Abu Ayyub al-Ansari, war, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, daraus können wir auch sehr, sehr viel lernen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, immer wieder Essen von Abu Ayyub. Ihr könnt kommen, Schwestern, ihr könnt kommen. Brüder, kommt mal nach vorne bitte. Die Schwestern wollen sich da hinsetzen. Schau. Dass Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu arda immer wieder Essen machte. Und jedes Mal, wenn der Prophet das gegessen hat, hat er was gemacht? Hat er geschaut, wo der Prophet sozusagen mit der Hand gegessen, wo er sozusagen angesetzt hat und von wo er gegessen hat in der Schüssel und hat dann genau sozusagen, um diese Baraka, um diesen Segen vom Propheten zu bekommen, immer dann sozusagen dort gegessen. Ja, er hat immer nach ihm gegessen. Und eines Tages bringt er ihm Essen und das Essen kommt zurück und er fragt, was ist los? Was ist los, Gesandter Allahs? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwas Falsches gekocht? Irgendetwas, was haram ist? Er meinte, nein, es ist nur so, dass in diesem Essen Knoblauch und Zwiebeln sind, sozusagen mit sozusagen verarbeitet wurden. Und ana rajulun unaji, ich bin jemand, der immer wieder mit seinem Schöpfer, immer wieder jemand, der im Geheimen mit seinem Schöpfer spricht. Und die Engel lieben nicht den Geruch von Knoblauch und von Zwiebeln. Und deswegen sozusagen möchte ich das nicht. Ja, in einigen Riwayat habe ich gelesen, ja, er sagt dann Abu Ayyub al-Ansari, ich liebe auch nicht das, was du liebst. Ja. Aber wichtig ist erst einmal, dass der Prophet uns aufgezeigt hat, das, was für ihn verboten ist, ist nicht für andere verboten. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir lernen müssen. Und zwar der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte ganz unterschiedliche Eigenschaften gehabt. Und dementsprechend unterscheiden die Gelehrten zwischen verschiedenen Formen von Sunnah. Ganz einfach, erst einmal grob unterteilt. Es gibt zwei Kategorien. Und zwar einmal die Kategorie Sunnat al-Ibada und dann die zweite Kategorie Sunnat al-Ada. Sunnat al-Ibada bedeutet die Sunnah, welche der Prophet sallallahu alaihi wasallam praktiziert hat oder das, was der Prophet praktiziert, der Brauch unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, der darauf hindeutet, dass es sich hierbei um eine Ibadah handelt, um eine gottesdienstliche Handlung, der wir nacheifern sollten als Muslime. Und das ist sozusagen in seiner Eigenschaft als Vorbild. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs habt ihr ein gutes Beispiel, ein gutes Vorbild. Das ist ein Bereich. Aber es gibt noch einen anderen Bereich. Und das ist der Bereich Sunnat al-Ada. Das, was der Prophet aus seinem Brauch herausgetan hat oder aus seiner Menschlichkeit herausgetan hat, weil er ein Mensch ist wie jeder andere Mensch. Wie beispielsweise, dass er kein Knoblauch aß oder keine Zwiebeln aß. Gut, das machte er nicht, weil er eine besondere Stellung hatte, aber das gilt nicht für alle. Oder was der Prophet an Kleidung trug. Das, was er trug, war typisch arabische Kleidung gewesen, die auch alle anderen getragen haben zu seiner Zeit. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er fiel mit seiner Kleidung nicht auf. Er trug typisch arabische Kleidung. Und deswegen noch einmal zurück, als er ankam in Medina, haben die Leute ihn erstmal was? Verwechselt. Mit Abu Bakr as-Siddiq, weil er ganz normale Kleidung trug. Nichts Außergewöhnliches, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, diese Art von Sunna, die brauchen wir nicht zu befolgen. Ja, die sollten wir sogar nicht befolgen. Was nicht heißt, dass ich nicht gerne arabische Kleidung tragen kann, kann ich machen. Aber ich darf das nicht tragen, weil ich glaube, dass ich damit sozusagen Allah näher komme. Weil der Prophet diese Kleidung nicht aus diesem Grund getragen hat, sondern er hat sie getragen, weil er Araber war. Wäre er Türke gewesen oder Kurde oder wäre er Indianer gewesen oder Chinese, ja, dann hätte er wahrscheinlich etwas anderes getragen. Ja, er hätte chinesische Kleidung getragen. Er hätte indianische Kleidung getragen. Ich habe neulich ein schönes Video gesehen von einem Indianer, der in einer Moschee ist und betet, richtig mit so Häuptlingshut und so weiter. Ja, Maschal Muslim, indianischer Muslim. Ja, gibt es auch. Was spricht dagegen? Spricht überhaupt nichts dagegen. Der Islam ist nicht gekommen, um eine bestimmte Kleidung zu exportieren.
sondern er ist gekommen, um Werte zu exportieren. Das ist das, was der Islam möchte. Ja? Und deswegen, wir lernen sehr, sehr viel daraus, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht ja, in also sozusagen nicht gesagt hat, dass es sei haram, Knoblauch und Zwiebeln zu essen, sondern gesagt, das ist eine Sache, die nur ihn betrifft, aber für die anderen ist es erlaubt und es ist nicht verboten. Wieder unterbrochen? Okay, Alhamdulillah. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat jetzt also den Ort gefunden, wo er zunächst erst einmal unterkam, bevor für ihn ein Haus gebaut wurde. Und der Ort wurde festgelegt, der für die Moschee bestimmt sein sollte. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt getan? Wie sah die Errichtung der Moschee nun ganz konkret aus? Wie sah diese Verbrüderung aus? Wie sah die Charta von Medina aus? Das sind alles Dinge, insha'Allah ta'ala, mit denen wir uns dann in den kommenden Wochen beschäftigen werden. Es könnte sein, dass wir noch ein Ramadan-Programm festlegen, es ist noch nicht sicher. Insha'Allah ta'ala, wir werden nächste Woche noch auf jeden Fall mit der Sira weitermachen und dann geben wir euch Bescheid, ob es ein extra Ramadan-Programm geben wird oder nicht. Und diese Punkte werden wir alle insha'Allah ta'ala dann in den kommenden Wochen dann besprechen und uns damit auseinandersetzen, weil das wichtige Phasen in der Sira unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sind. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر